Ja, Freunde, Haupt, meine Herren. Guten Morgen, oder was soll ich sagen? Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen, heute so mitten in der Nacht bei uns vorbeizuschauen. Im Namen von meinem Geschäftsführungskollegen Dr. Trotz und meiner Wenigkeit, ja, ganz herzlich willkommen hier bei Liberty. Wir haben so eine kleine Präsentation vorbereitet, um so ein bisschen was Ihnen zu zeigen, was machen wir denn überhaupt. Und dann geht's los. Dann gehen wir rüber in die Halle und Zeitschriften, Zeitungsvertrieb, sag mal, da ist die Nacht für uns der Zeitpunkt, wo es richtig zur Sache geht. Insbesondere dann, wenn die Tageszeitungen angeliefert werden, also es dann in die Bildzeitung und Express kommt, dann wird es hektisch, weil dann müssen wir ganz schnell kommissionieren und möglichst schnell rausgehen, weil ja letztendlich schon Einzelhändler da sind, die beispielsweise Tankstellen, die rund um die Uhr aufhaben, also dann geht es richtig auf Zeit, dann wird es ein bisschen hektisch und ja, ich denke mal, da werden wir heute so ein bisschen was mitbekommen. So, erstmal die Präsentation. Ich möchte Ihnen so ein bisschen was zu unserer Branche erzählen, weil ich denke mal, das ist eine Branche mit einigen Spezialitäten, mit einigen Besonderheiten. Genau, also Agenda war erstmal ein bisschen was zur Branche erzählen. Ich will Ihnen anschließend gerne was zu Liberty erzählen, so ein paar Eckdaten. Und anschließend geht es dann ab in den Nachtversand. Den Sie auch, wenn Sie sich umdrehen, dann sehen, das ist da hinten eine große Halle. Hier vorne ist so ein Bereich, das ist Sensorverarbeitung und dahinter ist der Hallenbereich. So, unsere Branche ist ein bisschen was Besonderes, denken wir, weil wir ein Gut vertreiben, das auch was Besonderes ist, nämlich Informationen. Das steht unter dem Artikel 5 Grundgesetz und es ist auch höchstrichterlich entschieden, dass unsere Tätigkeit, also die Vertriebstätigkeit des Pressegrossisten, wir nennen uns Pressegrossisten, des Pressegrossisten unter den Schutzbereich des Artikel 5 Grundgesetzes fällt. Und Artikel 5 Grundgesetz, den kennen Sie. Und daraus ergeben sich, da komme ich gleich zu, einige Besonderheiten, die einfach aufzeigen oder unsere Branche ein bisschen besonders machen. Auch von anderen Gütern und anderen Branchen unterscheidet. Grüße Sie. Ein paar Key Facts zu unserer Branche, jetzt nicht zu Liberty, sondern insgesamt zur Branche. In Deutschland gibt es ca. 116.000 Presseverkaufsstellen in ganz Deutschland. Vom Kiosk in der Stadt bis zur entlegensten Verkaufsstelle auf dem Land. Also von einem großen Supermarkt, von den Kölner Märchen, Buchhandlung, ein großes Riesensortiment hat, bis hin zu einer kleinen Bäckerei, wo sie morgens Brötchen einkaufen gehen und wo im Prinzip nur ein paar Tageszeitungen ausliegen. Und diese Verkaufsstellen, also dieser Einzelhandel, der wird ausschließlich in einem dreistufigen System beliefert, vom Verlag hin. Der Verlag gehört den Pressegrossisten und der Pressegrossist beliefert dann diese Einzelhändler. Ja, durchschnittlich 3,2 Millionen Zeitungen und 3,7 Millionen Zeitschriften werden jeden Tag über das Pressegrosso abgesetzt. Und damit stellt das Pressegrosso den mit Abstand wichtigsten Vertriebsweg der Verlage. Ja, ich zeige gleich mal auf, was es halt für Vertriebswege gibt, aber das Pressegrosso ist damit der wichtigste Vertriebsweg für Unternehmen. Ja, nochmal ein paar Key Facts zur Branche. Umsatz 2,4 Milliarden Euro, Absatz 2,2 Milliarden Exemplare, 116.000 belieferte Einzelhändler. Titelanzahl, sehen Sie vielleicht auch, wenn Sie in einem großen Einzelhandelsgeschäft gehen, das ist eine Riesenanzahl von Printprodukten, die es gibt. Das ist fast nicht mehr zu überschauen, wie viele verschiedene Printprodukte es gibt. Auch der Einzelhändler hat es ganz schwer, da einen Überblick zu behalten. Deshalb haben wir als Pressegrossist steuern die Sortimente, da komme ich gleich noch mal zu. Und der hat eigentlich in der Regel gar nicht den Überblick, was er im Einzelnen von jeder Zeitschrift verkauft, weil jede Zeitschrift ist ja dann auch nochmal mit so und so viel Ausgaben halt im Handel vorhanden. Es gibt ungefähr über 600 Lieferanten, sprich Verlage. Und es gibt in Deutschland 58 Pressegrossisten, davon sind 43 in unserem Bundesverband organisiert. Bundesverband Pressegrosso ist der Verband der verlagsunbeteiligten Pressegrossisten. Dann gibt es noch einige verlagsbeteiligten Pressegrossisten, damit bei der Grenzöffnung haben die Verlage dort das Pressegrosso übernommen oder zum Teil übernommen. Und Kartellamt hat dann irgendwann gesagt, nein, wir wollen nicht, dass die Verlage diesen Vertriebsweg so besetzen. Das war also eine politische Entscheidung, zu sagen, wir wollen dort ein verlagsunabhängig, unbeteiligtes Pressegrosso. Das hat auch was mit letztendlich mit freiem Zugang
zu den Vertriebswegen zu tun. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Ja, Beschäftigte gibt es im Pressebau so ungefähr 10.000 Mitarbeiter und 350 Auszubildende. Das sind so ein paar Key Facts zur Branche. Ja, Großhandel, Pressegroßhandel, was für Vertriebswege stehen den Verlagen offen? Wenn Sie mal ganz rechts anfangen, da gibt es das Verlagsabonnement und den werbenden Buch- und Zeitschriftenhandel, also den WWZ-Handel. Das ist dann, wenn Sie sich Ihre Tageszeitung nach Hause bestellen, dann ist es in der Regel der Verlag, der Sie dann direkt zu Hause anliefern, da haben wir nichts mit zu tun. Es gibt aber auch freien, weiten werbenden Buch- und Zeitschriftenhandel, das sind WWZ-Händler, die dann teilweise an Türen WWZ, also raue Exemplare, versuchen zu verkaufen. Das ist der eine Vertriebsweg. Der nächste Vertriebsweg ist der Lesezirkel. Den kennen Sie, wenn Sie beim Friseur sind oder beim Zahnarzt sind, da liegen die Lesemappen aus. Und das ist ein weiterer Vertriebsweg für Zeitungen, Zeitschriften insbesondere. Da gibt es den Bahnhofsbuchhandel. Das ist eine Besonderheit. Das ist ja auch ein Einzelhandel, der in den Bahnhöfen und auch in den Flughäfen sitzt. Der wird direkt von den Verlagen geliefert und nicht vom Pressegroßhandel. Und dann gibt es den Vertriebsweg Pressegroßhandel, der dann im Einzelhandel direkt beliefert. Das sind so die Vertriebswege, die den Verlagen offenstehen, um den Konsumenten zu erreichen. Und wie gesagt, damit sind da sind wir, der Pressegroßhandel, der vom Verlage vom Absatz her bedeutendste Vertriebsweg. Mit einer Menge Besonderheiten. Für uns ist ein wichtiges System-Essential die Neutralität. Das heißt, wir behandeln alle Verlage gleich. Wir haben ganz, ganz große, ganz bedeutende Verlage. Beispielsweise hier bei uns Platzhirsch Dumont ist ein ganz bedeutender Verlag für uns natürlich, der ganz großen Umsatzanteil macht. Springer beispielsweise, Bauer Verlag, alles bekannte Namen, die machen bei uns einen unheimlichen Umsatzanteil aus. Aber wir haben auch ganz, ganz kleine Verlage, die entweder über Nationalvertriebe zu uns gesteuert werden oder uns direkt ansprechen. Wir nennen uns, schimpfen uns zwar Großhandel, aber wir haben teilweise Produkte, Zeitschriften im Sortiment, da verkaufen wir, ich sag mal, 10, 15 Exemplare von. Also wirklich Kleinstmengen, die auch sich als Einzelne nicht rechnen. Also wenn man da eine Einzelkalkulation machen würde, dann ist eigentlich sehr deutlich, da muss einer das anlegen, das Objekt muss gesteuert werden, muss immer wieder untersucht werden, ob neue Verteiler bei Einzelhändlern eingeschaltet werden, da müssen die Emissionen verarbeitet, muss ausgeliefert werden. Das rechnet sich nicht. Das steht alles unter diesem Artikel 5 Grundgesetz. Man will, dass eigentlich jeder mit in den Markt kommen kann, dass es in dem Markt keine Vertriebsbarrieren gibt und jeder seine Meinung in Wort und Bild äußern kann. Das ist die Besonderheit dieses Vertriebsweges oder dieses Pressegroßhandels. Deshalb müssen wir neutral zum Verlag hin sein und genauso zum Einzelhändler hin. Wir können auch nicht selektieren nach Einzelhändlern, die für uns interessant sind oder weniger interessant sind, weil wir einen Gebietsschutz haben der Verlage, also in unserem Vertriebsgebiet sind wir die Einzigen, die den Einzelhandel beliefern. Die Kehrseite dieser Medaille ist, wir müssen dann auch jeden Einzelhändler beliefern. Wir können nicht selektieren, wir können nicht sagen, du Einzelhändler, du Bäckerei, du verkaufst nur 10 Express, das ist einfach für uns nicht interessant. Das ist die Kehrseite der ganzen Medaille. So, deshalb also einige Besonderheiten, die Sie in anderen Branchen so überhaupt nicht finden und die andere Branchen, wo ein Wettbewerb letztendlich zu einer Selektion führen würde, wo man dann sagen würde, man würde die wirtschaftlich uninteressanten Titel aussortieren, man würde auch die wirtschaftlich uninteressanten Verkaufsstellen aussortieren. Das können wir in unserer Branche nicht. Das ist quasi so eine Art Mischkalkulation. Darüber steht dann immer Artikel 5 Grundgesetz, der dann auch noch einige andere Konsequenzen, wie Preisbindung und andere Dinge. Ja, dieses System, das es in Deutschland gibt, wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht, dann sieht man, dass dann da auch unter der Überschrift Ubiquität oder Verkaufsstellen jetzt eine Alleinstellung haben. In Deutschland gibt es 116.000 Verkaufsstellen und das sind 700 Verkaufsstellen pro Einwohner. Und das ist in Frankreich ganz anders, da gibt es 38.000 Verkaufsstellen, da gibt es auch nur die NMPP, einen großen Pressegrossisten, wo die Verlage auch beteiligt sind. Da sieht diese Welt ganz anders aus Richtung Verkaufsstellenanzahl, genauso in Großbritannien und Italien. Das heißt, wir haben da schon
ein einmaliges Netz und das schlägt sich nieder in der Anzahl der Verkaufsstellen und auch der Anzahl der Titel. Das gibt es alle in anderen Ländern in der Form überhaupt nicht. Also das ist schon eine einmalige Situation. Hier sehen Sie mal die Gebietsstruktur Deutschland, die verschiedenen Pressegrossisten. Sie sehen, da gibt es große Landgrossisten, es gibt kleinere Grossisten, also es ist alles auch so ein bisschen historisch gewachsen. Wir sind in einem sehr starken Strukturveränderungsprozess, weil unsere Branche in einem Strukturveränderungsprozess ist. Da sehen Sie, dass sich die Mediennutzung einfach komplett verändert durch Internet und durch Mediennutzungsverhalten der jungen, der nachwachsenden Bevölkerung. Und wir kämpfen seit Jahren mit Umsatzrückgängen und daher ist in unserer Branche eigentlich an der Tagesordnung, dass sich Grossisten zusammenschließen, wie das bei uns auch der Fall ist. Wir sind ja auch entstanden aus mehreren Pressegrossisten. Ich glaube, wie viele waren da? Ganz sieben. 16, 17 Jahre waren wir sieben. Genau. Und 2002 haben wir uns zusammengeschlossen, die Firma Probst & Häuser und die Firma Pressevertrieb Köln. 2012, richtig, haben wir zusammengeschlossen. Zur Firma Leverdin, also auch ein Schritt, wo wir gesagt haben, das ist wichtig, um das Unternehmen zu erhalten, weil man da einfach eine gewisse Größenordnung braucht. Wir gehören jetzt zu den großen Pressegrossisten von Umsatz in Deutschland. Allerdings gibt es von der Fläche, das sehen Sie, noch deutlich größere. Die haben dann teilweise große Flächengebiete zu beliefern, beispielsweise in Nürnberg. Der Nürnberg Pressevertrieb ist unser zweitgrößter Kollege. Der hat dann auch mehrere Filialen hier geliefert und sehr große Flächengebiete. Also insgesamt 58 Grossisten, 12 mit Verlagsbeteiligung, 46 ohne Verlagsbeteiligung, 2 Doppelgrosso, 2 in Berlin und in Hamburg. Doppelgrosso heißt, das sind zwei Grossisten an einem Standort und die haben eine Objekttrennung. Der eine hat bestimmte Objekte, der andere hat andere Objekte. Ja, und 74 Filialgebiete, weil einige Grossisten dann halt auch mehrere Niederlassungen haben. Und wir in der glücklichen Lage sind, hier in so einem sehr kompakten Vertriebsgebiet das alles von einer Zentrale aus machen können. Wir sind hier in Deutschland der größte Pressegrossist, der von einem Standort aus die größten Umsätze bedient. Ja, hier nochmal unser Vertriebsgebiet. Das sehen Sie. Der ehemalige Standort Wuppertal, den wir aufgegeben haben, und den ehemaligen Standort Fürth, die beiden im Prinzip so an den äußeren Enden des Vertriebsgebietes liegen. Und wir haben damals, als wir gesagt haben, wir wollen das zusammengehen, haben wir eine Gebietsoptimierung gemacht und haben eine Standortbestimmung gemacht. Da war Leverkusen einfach der optimale, vertrieblich optimale Standort. Und großes Glück, dass wir dann gerade hier auch einen sehr günstigen, verkehrstechnisch günstigen Standort dieses Gebäude aufbauen könnten. Also das war schon auch für uns so ein kleiner Glücksfall. Genau. Ja, wir haben knappe 3700 Verkaufsstellen, die wir liefern. Wir bedienen ungefähr knappe 2,7 Millionen Einwohner mit Presse in unserem Vertriebsgebiet. Und an der rechten Seite sehen Sie so ein paar Key Facts zu unserem Unternehmen. Ja, und nochmal so ein bisschen was zu Leverdin. Gründungsjahr hatten wir eben gesagt, 2012. Die Ursprungsunternehmen gibt es schon viel, viel länger. Absatz ungefähr 130 Millionen Exemplare im Jahr. 3.700 gelieferte Verkaufsstellen, wir haben ungefähr 80 Auslieferturen, Titelanzahl über 4.000 Titel, über 200 Lieferanten, knappe 300 Beschäftigte, 16 Auszubildende, wir bilden intensiv aus und den Kundenservice, das heißt den Innendienst, wie auch im Außendienst, da haben wir also auch Mitarbeiter, die mit Notebooks rausgehen zum Einzelhändler, da haben auch die Notebooks im Prinzip das ganze Sortiment zur Verfügung, haben wir 40 Mitarbeiter. Ja, so viel so ein bisschen zur Branche als Einführung, ein bisschen was zum Leverdin. Und anschließend stellen wir jetzt Besuch des Sachverstandes an, wenn Sie nicht noch Fragen haben. Vielleicht liegen Ihnen noch ein paar Fragen auf dem
der Seele und dann können wir vielleicht über die Dinge noch diskutieren. Vielen Dank. Ja, vielleicht allgemein noch mal etwas auch noch mal zu uns. Das war zumal auf jeden Fall schon mal in der Journal, da wird es auch natürlich zumindest schon mal ein interessanter Vortrag. Ich habe schon wieder einiges gelernt, das muss ich schon sagen, was ich vorher nicht wusste. Diese ganze Verteilung, wie das Ecosystem in Deutschland funktioniert, waren wir so vorher auch nicht klar gewesen. Der Herr Müller ist der Vorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Ich bin der Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung. Er war, weiß nicht, 14 Jahre oder so im Stadtrat, ist es nicht mehr. Ich bin im Stadtrat. Der Herr Nowak ist unser Bundestagsabgeordneter. Der Herr Schönberger ist der Vorsitzende der CDU hier in Leverkusen. Gleichzeitig aber auch der Bezirksvorsteher, wie es hier heißt. In anderen Städten heißen sie Bezirksbürgermeister für den Stadtbezirk 3. In dem, Luther auch noch. Ja, in dem auch ihr Objekt ist. Ne? Das ist die Grenze, ist, wenn man, das ist schon in drei. So gerade die südwestlichste Ecke des Stadtbezirks 3. Die anderen Personen jetzt im Einsatz, das sind so die Top-Nummern, die wir hier dabei haben. Damit wir nochmal geklärt haben. Ja. In der Bezirksvertretung, Herr Servers war im Rat gewesen, Herr Dünner ist wirklich Unternehmer, Herr Lukas war in der Bezirksvertretung, in Bezirk 2 gewesen, die Gattin von Herrn Wollenhaupt, Herr Schlupp, ist im stellvertretender Vorsitzender. CDA bei uns in Leverkusen. Weiß ich jetzt auch Funktionen. Genau, so ist es, genau. Weiß ich jetzt so weit. Also, wir machen ab und an solche Besuche. So, manchmal zwei im Jahr, manchmal haben wir ein Jahr Pause auch. Ich sag, wir waren bei UPS gewesen, wir waren bei vielen anderen auch in der Vergangenheit, aber selten halt, wie so Uhrzeit wirklich. Oder im ersten Telefonat hatte ich ja gesagt, also wir machen es dann, wir wollen ja sehen, was hier abgeht. So, dann bringt das nichts, wenn wir uns um 20 Uhr oder um 18 Uhr treffen, das macht dann weniger Sinn. Also vielen Dank nochmal auf jeden Fall, dass Sie das heute hier möglich gemacht haben für uns. Sicherlich sehr interessant, vor allem für diejenigen, die ja auch nach aktiv in der Politik sind. Die aktuell im Rat sind oder noch in den jeweiligen Vertretungen, haben ja auch die Diskussion vor drei, vier Jahren, das ist ja ungefähr jetzt schon her, mitbekommen, beziehungsweise einige ja auch dann entschieden, ist ja auch durch die Gremien gegangen, dass ihre Ansiedlung hier stattfindet. Die Zahl der Mitarbeiter ist eine ordentliche Anzahl, die hier natürlich da ist, 300, auch dass sie ausbilden, ist gerade für CDA. Für uns immer sehr wichtig, dass das auch möglich ist, weil wir auf der anderen Seite leider immer auch Verluste in Größenordnung in Leverkusen hinzunehmen haben. Das ist ja auch das Problem. Leider jetzt vor wenigen Tagen Ex-Texta, die uns ja 2016 oder 2017 verlässt, mit ungefähr 500 Mitarbeitern. Deswegen ist es gut, dass auch diese Ansiedlung hier mit Ihnen mittlerweile in Leverkusen gelungen ist. Ne? Also das ist schon mal insgesamt für die Stadt und Leverkusen eine schöne Sache. Ja, das kurz zu uns, zu dem, was wir machen. Und CDA und KPV sind halt zwei Vereinigungen innerhalb der CDU Leverkusen. Bei den christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft sind die Arbeitnehmer vertreten. Bei der KPV die kommunalpolitische Mandatsträger und kommunalpolitisch Interessierte. Und es gibt dann noch weitere 5 oder 6 Vereinigungen, die Mittelstandsvereinigung, wo halt so Unternehmer und Mittelständler vertreten sind oder Geschäftsführer von Unternehmen. Da ist Herr Nowak auch im Bundesvorstand, auch im Präsidium eine ganze Zeit lang gewesen vom Bundesvorstand. Schon auch eine ordentliche Sache ist und auch schon über ein Jahrzehnt, 13, 14 Jahre, 16 Jahre sogar. Dann gibt es noch die Frauenunion, die Junge Union, den jeweiligen Arbeitskreis haben wir noch. Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung, wo diejenigen, die also nach dem Krieg halt der Flucht und Vertreibung hier gelandet sind, organisiert sind, sind auch unterschiedlich groß. CDA, MIT sind sehr große, Junge Union sind sehr große Organisationen. Die anderen sind Frauenunion, okay, Frauenunion ist die größte. Ja.
Das liegt aber daran, dass es die einzige Vereinigung ist, wo man automatisch Frauen, die in die CDU eintreten, werden automatisch Mitglied der Frauenunion. Ein Drittel der Mitglieder sind Frauen. Also hat die Frauenunion 130.000, 140.000 Mitglieder. Wobei die Jungunion hat auch 130.000. So. Aber da muss man sogar extra beitreten. Also alle anderen Vereinigungen ist es so, dass die extra beitreten müssen. Also sie sind nicht, wenn sie Arbeitnehmer sind und in die CDU eintreten, automatisch in der CDA müssen sie extra beitreten, auch einen extra Beitrag bezahlen. Auch bei der MIT extra Beitrag, KPV eigentlich auch, das wird aber anders verrechnet, da haben sie auch einen eigenen Beitrag. Und da sind dann die Größenordnungen dann natürlich automatisch etwas geringer. Gibt, wie gesagt, nochmal die Junge Union, wo es sogar umgekehrt ganz interessant ist, da sind knapp 2/3 der Mitglieder der Jungen Union sind umgekehrt nicht Mitglied der CDU. Also das ist so der erste Zugang dann, sagen wir mal, zur Politik. Da kann man mit 40 schon Mitglied werden, Partei erst ab 16. Und da ist dann das Verhältnis ein ganz anderes. Bei den anderen Vereinigungen kann man sagen, 80-90% sind auch Mitglied der CDU. Aber müssen auch nicht. Wir haben auch CDA-Mitglieder, die nicht in der CDU sind, die halt gewerkschaftlich organisiert sind und gesagt haben, okay, Union steht mir nahe, will aber nicht gleich Parteimitglied werden und landen dann in den Vereinigungen. So, vielleicht nochmal zu unseren Strukturen. Unser Kreisverband hier in Leverkusen geht wieder in Richtung 1000 Mitglieder. Wir sind die größte, CDU die größte Partei in Leverkusen. Die Sozialdemokraten haben eine Ecke weniger wie wir. Und bei den Kommunalwahlen sind wir der stärkste Fraktion geworden, auch mit Abstand. Was wir seit 4 oder 5 Wahlen, glaube ich, sind ununterbrochen. Ja. Stärkste Fraktion. Und stellen halt auch natürlich aktuell den Oberbürgermeister und jetzt bei uns und wollen ihn auch künftig stellen, wenn die Wahlen noch in ein knappes Jahr noch 11 Monate sind. Okay, das sollte es erstmal kurz sein. Also wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass Sie sich gemeldet haben. Sie sind ja in Leverkusen noch nicht so verortet, kommen aus den beiden Standorten und das müssen wir uns auch so ein bisschen finden. Von daher finde ich das auch sehr schön, dass wir jetzt hier so ein bisschen noch die Kontakte haben. Wir haben uns hier also eine große Unterstützung sowohl von der Wirtschaftsförderung als auch vom OB bei unserer Ansiedlung, das muss man schon sagen, da ist dann so wirklich, das hat man richtig gespürt, dass da große Unterstützung von deren Seite kam, was für uns, sage ich auch ganz offen, ein bisschen schwierig war, weil hier nachher der Bau, das ganze Thema und die Bauabnahme, da sind ein paar Dinge gelaufen, wo wir im Nachhinein sagen, das ist nicht glücklich gelaufen, aber das hat sicherlich nichts mit dem OB zu tun, auch nichts mit der Wirtschaftsförderung zu tun. Das ist wirklich klasse, wie die uns da unterstützt haben und da versucht haben, uns auch auszuhelfen. Ja, wir fühlen uns hier wirklich sauwohl. Es ist richtig schön, auch mit der Nachbarschaft zusammen, mit Seelbach, hier mit Lidl, mit Tremus. Das klappt unheimlich gut. Und jetzt müssen wir noch so ein bisschen ankommen. Klar, das ist so in manchen Gremien noch nicht so drin. Und von daher finde ich das ganz klasse, dass sie sich die Zeit nehmen und um diese nachtschlafende Zeit hier vorbeikommen. Das ist ein bisschen Level anschauen. Also dafür auch noch ganz herzlichen Dank. Finde ich wirklich prima. Ja, was meinen Sie? Wie gehen wir jetzt vor? Sollten wir mal langsam gehen an die Front. Ja. Gehen wir mal an die Front, meinen Sie? Ja, genau. Ja. Vom Gebäude her vielleicht nur ganz kurz. Mitte des Jahres sind wir hier. Ist aufgebaut. Hier vorne haben wir einen Verwaltungstrakt. Da ist bei uns der Kundenservice drin. Geschäftsleitung, Konferenzräume, EDV, Buchhaltung, die ganzen Verwaltungsbereiche. Dann gehen wir gleich durch, so einen Mitteltrakt, das sind die Sozialräume und unsere Kantine, sind auch so ein bisschen stolz drauf, die haben wir jetzt in den letzten Tagen eröffnet, wird auch frisch gekocht hier bei uns, und, sieht man ja, draußen ist auch so ein schöner Bereich am See, wo man dann draußen sitzen kann für die Mitarbeiter, also ich glaube, wir haben das schon ganz schick und ganz schön gemacht und wir sind auch stolz darauf, dass wir so intensiv ausbilden. Das macht auch unser Klima aus. Wir haben viele Mitarbeiter, die ganz, ganz lange Jahre bei uns sind. Wir haben aber auch viele ganz junge Mitarbeiter, die an die Kantine gehen und auch so ein bisschen Jungvolk rumlaufen haben. Das ist einfach ein schönes Klima im Unternehmen. Und dann gehen wir anschließend rüber in die Halle, unsere Vertriebshalle. 10.000 Quadratmeter ist die größte Vertriebshalle in Deutschland, wie gesagt. Auch eine Halle, die 10.000 Quadratmeter, das haben wir genommen, weil wir die 10.000 Quadratmeter ohne Brandschutzwand bauen konnten. Und von daher, ja, ist umrandet mit Schleusen, wo Anlieferschleusen sind, das zeigen wir Ihnen gleich. Und in der Vertriebshalle ist ein Bereich Remissionsverarbeitung, das ist eine besondere
Besonderheit in unserer Branche, dass die Einzelhändler ja unverkaufte Exemplare zurückgeben können und wir das zum gleichen Preis wieder gutschreiben und wir das auch zum Verlag abrechnen. Da wird dann der Remission, die Rückläufe. Wollte ich nämlich immer die Frage, wie das funktioniert. Genau, also da werden die Rückläufe verarbeitet. Das ist also so, dass, ich hätte eben mal kurz in einem Nebensatz gesagt, dass wir ein Riesensortiment haben, der Einzelne gar nicht den Überblick über das Sortiment haben kann. Wir haben eine sehr, sehr große Datenhaltung, die EDV-Abteilung. Wir können für jeden Einzelhändler die Information, was er bekommen hat, was er zurückgegeben hat, also was er verkauft hat, was er nachgeliefert bekommen hat. Wir kriegen teilweise Kassendaten von ihm täglich über Tag, wo er uns meldet, wie viel er an dem Tag verkauft hat. Das heißt, wir können das Sortiment steuern, wir wissen genau, was er verkauft hat, wir wissen, wie wir das Sortiment optimal aufbauen. Das steuern wir alles. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass wir die Bezüge, also die Liefermengen für den Einzelhandel festlegen. Und er kann dann, auch wenn da zu viel geliefert wird, die Exemplare zurückgeben. Das ist die Remissionsverarbeitung. Das heißt, wir liefern, der Einzelhändler kann es zurückgeben und kriegt den kompletten Preis diese Ware wieder gutgeschrieben. Und zum Verlag hin kriegen wir das dann wieder gutgeschrieben, aber die Verlage wollen es in der Regel nicht als Exemplar zurück, sondern nur durch ein Warenbewegungsprotokoll, durch eine körperlose Remission nennt sich das bei uns. Die kriegen die Ware nicht zurück, sondern es wird nur protokolliert. Das läuft im Altpapiercontainer. Aber diese Remissionsverarbeitung, die läuft jetzt nachts bei uns nicht, das ist tagsüber. Und anschließend dahinter ist dann der Auslieferbereich. Und dort findet dann im Prinzip die Anlieferung der Tageszeitungsverlage statt und die Auslieferung. Das sagen wir dann, zeigen wir dann vor Ort, wie das aussieht. Wir würden uns so ein bisschen aufteilen, ob wir trotzdem nicht machen. Ich habe mal eine Frage. Ja, bitte. Sie haben davon gesprochen, dass Sie viele Mitarbeiter haben, die schon lange mit Ihnen arbeiten. Ne? Wie viel haben Sie denn aus Wuppertal genommen? Ja, Sie müssen davon ausgehen, wir hatten ungefähr 50-50, 150 Personen in Hürth und 150 Personen in Wuppertal. Und von beiden Standorten sind ungefähr 100 Personen mitgekommen. Den Rest haben wir jetzt hier vor Ort mit aus dem lokalen Arbeitsmarkt quasi auffüttern müssen und das eigentlich auch ganz erfolgreich jetzt in den ersten Wochen und Monaten hinbekommen. Mhm. Ja, und dann noch eine Frage zum Verkehr. Wir hatten ja hier, wieder hier in der Waldsichtung ein bisschen mitverantwortlich. Wir hatten also ein bisschen Befürchtungen wegen des Verkehrs auf dem Willy Brandt-Ring. Ne? Wie läuft das denn da? Ist das problemlos oder haben Sie gegen morgen Schwierigkeiten? Nee, also wir haben wir eigentlich nicht. Die Schwierigkeiten nachts, wir haben eher jetzt hier für die Mitarbeiter, die tagsüber arbeiten, nachmittags die Schwierigkeiten, weil der Verkehr ja die Autobahn nicht abfließt und sich dann hier ein langer Stau bildet. Das spüren natürlich die Verwaltungsangestellten, die jetzt nachmittags um 4, 5 oder sowas Schluss haben. Aber ansonsten ist der Willy Brandt-Ring ja stark befahren, aber jetzt stellt für uns jetzt keinen logistischen Engpass dar. Sie haben natürlich auch die Ampelschaltung, das ist ja auch nochmal. Ja, das haben wir ganz intensiv angeguckt, dass die Ampelschaltung gerade in unserer Stoßzeit nachts, wenn dann hier wirklich die Transporte einer nach dem anderen raus wollen, dann jetzt nicht sich hier einen Stau einmal durch den Hornportweg bildet. Das war auch ganz problemlos so zu takten, weil ja quasi nachts dann in diesem Zeitfenster auf dem Willy Brandt-Ring relativ wenig stattfindet. Und das funktioniert eigentlich auch ganz reibungslos. Ein größeres Problem ist das Kreuz Leverkusen, das dürfte Ihnen natürlich laut sein. Eigentlich noch nicht mal so sehr die Rheinbrücke, weil wir nur ganz wenig Verkehr haben von den Rheinbrücken, die von der anderen Rheinseite kommen. Es ist viel mehr tagsüber die Transporte der Zeitschriften, weil die ganz überwiegend über die A1 aus Richtung Wuppertal kommt, hier einfach nicht abfließen können. Und wir kennen das ja, Stau bis Burscheid und die stehen zum Teil eine Stunde. Die LKWs haben es da ja besonders schwer und das ist einfach eine sehr unbefriedigende Situation, weil das natürlich hier dann auch zu Verzögerungen führt und Wartezeiten. Aber ich glaube, da ist keine Besserung in Sicht, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Zumindest lokal politisch mäßig können wir da wenig was machen. Aber was mir gerade einfiel, Sie fahren ja auch über auf die andere Rheinseite. Ja. Und Sie haben so Sprinter. Jetzt stelle ich mir vor, ich weiß nicht, was Sie... Normal gehen ja bis 3,5 Tonnen genau ran, auch wegen des Führerscheins. Die überschreiten sie auch nicht. Das heißt, das ist genau unsere Fahrzeugklasse, so wie Sie das da auf dem rechten Foto ja auch sehen. Das ist genau die Fahrzeugklasse, die die Speditionsunternehmer einsetzen, um mit unserer Ware loszuziehen.
Also bei der jetzigen Einschränkung der Brücke sind wir davon nicht betroffen. Das ist zum Glück so. Noch eine kurze Frage, das fiel mir gerade ein. Zu dem Sortiment. Sie haben ja Zeitungen und Zeitschriften. Jetzt weiß ich, dort, wo ich mir die Zeitung hole, da gibt es dann auch noch die Romane, Groschenromane. Und die meisten Schreibwarenläden haben heute so eine kleine Ecke mit so Taschenbüchern. Das ist eine sehr kleine Auswahl. So wie wahrscheinlich am besten offen läuft das auch über die Romane und diese Taschenbücher. Läuft alles bei uns, auch Wundertüten, Sammelbilder, alles. Also, sagen wir so pressenahe Artikel. Die dann auch über diese einzelnen Panini und so läuft. Ja, ja, Fußball-Sammelbilder ist natürlich ein Riesenthema. Match-Attacks-Karten und sowas, wer Kinder kennt, die vielleicht. Also, das ist natürlich, ja, das ist, werden Sie vielleicht gleich mal durchgehen und sehen, solche Artikel haben wir durchaus auch. Mhm. Dann habe ich jetzt bitte eine Frage. Es gibt ja auch bei Aldi im Augenblick so eine Aktion oder bei Lidl, wo es dann auch diese Bällchen gibt. Läuft das auch über Sie, zu diesen großen Konzernen wie Lidl, oder haben die ihre eigenen Wege? Nein, also das, was Lidl hat, auch ein Angebot oder ein Sortiment von uns. Wir haben eine relativ überschaubare Regalbreite, aber das, was in diesem Regal, was Sie da finden, kommt auch von uns. Bei Aldi ist es ja so, dass Aldi hat ja, ist ja aufgeteilt, Aldi Nord und Aldi Süd, und nur Aldi Nord führt Presse, Aldi Süd ganz generell nicht. Wobei die Grenze zwischen diesen beiden Discounter-Schienen ja quer durch unser Vertriebsgebiet, was Sie eben gesehen haben, läuft. Und wir beliefern also auch Aldi Nord. Und das, was Sie dort finden, ist auch von uns. Also das heißt, sowohl der fragmentierte Einzelhandel, so nennen wir das, also die inhabergeführten Kioske, als auch die großen Filialisten, sowohl im Lebensmittel-Einzelhandel, im Discounter-Bereich, als auch im Tankstellenbereich und alles, was besser was für den. Also Sie können im Prinzip sagen, alles, was Printmedien sind und was Sie im Einzelhandel finden, das wird das beste Possible. Die Ausnahme ist der Bahnhofsbuchhandel, der im Prinzip dann einen Sonderstatus hat, der direkt von den Verlagen. Ja, dann machen wir uns mal auf. Ich habe noch eine Frage. Woher leitet sich Ihr Name ab? Leverdy. Ja. Das ist interessant. Wir haben damals, als wir gemeinsam überlegt haben, was für Namen wählen wir da aus, in unserer Branche sind her auch sehr häufig halt Inhabernamen zu finden, weil es alles inhabergeführte Unternehmen sind. Wir haben gesagt, das wollen wir ganz bewusst nicht. Wir wollen keine inhabergeführten Namen machen, weil einfach der Strukturveränderungsprozess, die Namen werden einfach unendlich lang. Und haben dann nach einem Kunstnamen gesucht in diesem Pitch, und Leverdy ist entstanden durch leistungsorientiert, verkaufsorientiert und dynamisch. Das waren die einzelnen Silben, und dadurch ist Leverdy entstanden. Und ganz viele sagen, aha, das hat was mit Leverkusen zu tun. Das war aber damals, als wir 2012 diesen Namen entwickelt haben, oder vor war das ja, also 2011, war Leverkusen, das war das Thema noch gar nicht. Also Leistungs- Okay. Gut, dann legen wir los. Ja.